Hallo Leute, hier ist der Tobi von blenderhilfe.de mit einem weiteren coolen Tutorial. In den letzten beiden Tutorials ging es ja um Physik und um Physics Constraints. In diesem Tutorial geht es jetzt um das Self-Fracture, das man brauchen kann, um Sachen zu zerstückeln. Also wenn jetzt ein Glas zerbricht oder ein Holzbrett zersplittert oder ein Alien-Mutant in 1000 Stücke springt. Für solche Sachen braucht man das Self-Fracture. Und es hat ein paar Einstellungsmöglichkeiten, wesentlich mehr als das alte Fracture-Tool. Das finden wir hier unter den User Preferences. Bei Add-ons einfach mal Frac eintippen. Dann sehen wir hier das Self-Fracture-Add-on und hier das alte Fracture-Add-on. Dafür habe ich auch schon ein Tutorial gemacht. Heute geht es um das Self-Fracture-Add-on. Das hat wesentlich mehr Einstellungsmöglichkeiten, wie du gleich sehen wirst. Also hier aktivieren und dann auf Save User Settings, dann bleibt es auch aktiv. Gut, und dann haben wir hier auf der Seite hier unten das Self-Fracture. Und wir machen das jetzt hier anhand dieses Würfels einfach durch und ich zeige einfach, was man für verschiedene Möglichkeiten hat mit dem Self-Fracture-Add-on. Wir wählen also das Objekt aus und aktivieren hier das Self-Fracture-Add-on und haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Gehen wir mal von oben nach unten durch. In der obersten Leiste können wir einstellen, welche Source er nimmt, also was er als Grundlage nimmt. Die eigenen Vertices, die Vertices der Childs, die Partikel der Childs oder das Grease Pencil. Fangen wir mal mit Own Words an. Klicken wir das einfach an und drücken auf OK. Jetzt gucken wir mal, was er gemacht hat. Auf dem ersten bleibt das Originalobjekt und auf dem zweiten Layer das gefracturte Objekt. Und wir sehen, er hat einfach 8 Würfel draus gemacht. Gut, löschen wir die mal. Gehen wieder zurück auf Self-Fracture und Own Words. Jetzt haben wir hier das Noise. Das ist so eine Art Randomizer. Wenn wir den jetzt ganz hochziehen und es nochmal berechnen lassen, mit 2 gehe ich auf den zweiten Layer, dann sehen wir, er hat jetzt das Ganze randomized. Und was wir auch sehen, wir haben ja 8 Vertices gehabt. Also unser Cube hat ja 8 Vertices. Deswegen haben wir jetzt auch hier 8 Objekte. Gut, löschen wir die nochmal. Gut, wie können wir das jetzt kontrollieren? Schauen wir mal hier rein. Hier gibt es das Source Limit. Wenn wir das jetzt zum Beispiel auf 2 oder 3 setzen würden, dann würden nur noch 3 Objekte entstehen. Gut, wie kann man das noch steuern? Wir haben hier Child Vertices. Geben wir dem Objekt mal ein Child, das heißt, geben wir zum Beispiel mal eine Sphere einfach. Machen die hier zum Beispiel an die Ecke. Und mit Shift rechter Maustaste und Steuerung P erstellen wir ein Parenting, also das ist jetzt das Child von diesem Objekt, wie man sieht. So, und wenn wir jetzt Self-Fracture aufrufen und sagen Child Vertices, die Noise können wir ein bisschen nach oben ziehen, auf 1 ist vielleicht immer ein bisschen übertrieben, vielleicht 0,5. Dann sehen wir, er hat jetzt die Vertices des Childs genommen und hat das Objekt danach gefractured. Hier hinten sind nur große Stücke und hier vorne sind die ganzen kleinen Stücke. So kann man das machen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das zu steuern. Wenn man jetzt eine Verteilung steuern will, dann kann man das auch über ein Partikelsystem machen. Ich nehme mal hier, gehe mal auf Partikel, mache ein neues Partikelsystem, stelle den Start auch auf 1, dass alle Partikel im ersten Frame schon zu sehen sind. Und schalten mal auf Volume, dann sind die in dem Objekt drin, nicht auf der Außenfläche verteilt. Ja, 1000 Stück haben wir jetzt in dem Fall. Gehen wir mal auf Self-Fracture, machen Own Particles. Und Source Limit ist ja 100, also er wird jetzt von diesen 1000 Partikeln sich nur 100 rausnehmen, die er dann macht. Und man sieht das hier auch in Echtzeit, was er macht. So, und jetzt haben wir eine ziemlich gleichmäßige Streuung von Objekten. Und es sind, wie man sieht, 100 Objekte, weil wir hatten ja das Source Limit auf 100.
Gut, wir können jetzt auch dem Child, machen wir es mal ein bisschen größer, so, und geben dem mal Partikel. Auch wieder auf Volume. Ja, fracturen wir ihn mal so. Jetzt gehen wir auf Child Particles. Man kann natürlich auch mehrere Sachen auswählen. Man kann sagen, eigene Partikel und Child Partikel zum Beispiel. Jetzt haben wir eigentlich ein ähnliches Ergebnis wie vorher, bloß dass es jetzt volumetrischer ist hier in der Ecke, weil die Vertices von dem Objekt ja auf der Außenfläche liegen und die Partikel können eben auch in dem Objekt sein. Deswegen ist das Partikelsystem eigentlich eine relativ wichtige Option. Gut, das waren jetzt schon diese Child-Geschichten. Das Child können wir also löschen, das haben wir uns jetzt angeguckt. Das Partikelsystem haben wir uns angeguckt, das können wir auch löschen. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit. Und zwar können wir auf das Objekt was malen. Es gibt ja hier rechts das Grease Pencil Tool. Und wenn wir D gedrückt halten, die Taste D, dann können wir einfach malen. Man sieht, das geht jetzt irgendwie auf dem, an dem 3D-Cursor und von der View aus, in der ich gemalt habe, hat er das als Fläche genommen. Also wenn ich von hier mal, ist es so. Gut, und dieses Grease Pencil hat jetzt eben einige Optionen. Das kann man hier Delete Frame, kann man das einfach wieder löschen. Das hat jetzt einige Optionen, gucken wir mal. Man kann nämlich auf der Oberfläche malen. Wenn wir hier auf Surface gehen und dann malen, dann sehen wir, das ist auf der Oberfläche des Objekts. Gut, versuchen wir das einfach mal so zu fracturen. Cell Fracture und hier auf den Grease Pencil wechseln. Ja, lassen wir das mal so durchlaufen. Gucken wir uns das mal an, was passiert ist. Also er hat jetzt die Linie hier genommen, um an dieser Linie das Fracturing zu machen. Und außenrum sehen wir wieder, sind nur große Stücke entstanden. Wie kann man das jetzt richtig einsetzen? Gehen wir nochmal auf Delete Frame und machen zum Beispiel mit D gedrückt hier so Kreise, kann auch Punkte machen, dann wird an diesen Punkten jeweils was erstellt. Man kann auch Striche machen, was man will eigentlich. Gut, gehen wir nochmal auf Cell Fracture, Grease Pencil. Own Particles braucht man in dem Fall nicht ausschalten, wir haben ja keine eigenen Partikel momentan. Gut, und jetzt sehen wir, es hat sich hier wirklich oben wie so eine Einschlagstelle gebildet. Also wenn wir jetzt wissen, hier trifft was auf, dann ist wohl der Grease Pencil, glaube ich mal, die einfachste und beste Möglichkeit zu bestimmen, wo das Fracturing stattfindet. Kann man hier einen nehmen. Man sieht schon, es lassen sich coole Sachen damit machen. Man muss jetzt nicht irgendwie das benutzen, um eine Zerstörungsphysiksimulation zu machen, sondern man kann auch damit experimentell arbeiten. So, und jetzt schauen wir uns die anderen Features an. Also das war jetzt die Point Source. Das ist praktisch die Quelle für die Punkte, an denen gefractured wird. Hier habe ich ja alles erklärt, bis auf die Scale hier. Gut, also nehmen wir mal das Grease Pencil und jetzt sagen wir mal, wir wollen, dass die Bruchstücke nur in diese Richtung durchgehen zum Beispiel und nicht quer brechen. Das kann man hier nämlich einstellen. Wir haben ja immer in Blender X, Y, Z, es ist ja überall immer X, Y, Z, X, Y, Z, so ist es auch hier, X, Y, Z. Und wenn wir jetzt sagen, wir können die Z auf 0 stellen, das ist jetzt die Skalierung. Ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber man sieht gleich, was es macht. Ich lasse es mal, Grease Pencil noch auswählen. Ich lasse es mal ausführen. So, und jetzt sehen wir, dass die gefracturten Teile, ich hide mal hier ein paar, die gehen wirklich jetzt Scale 0 in der Z-Richtung. Das heißt, es dürfen keine Querschnitte drin sein. Also man kann so
so eine Art Splittern erreichen. Das sind jetzt hier einzelne Splitter. Das ist praktisch, als hätte das Fasern. Also für Holz und so ist das super. Dieses Scale. Sind das lauter einzelne Splitter. Gut, schauen wir weiter. Das Ganze geht natürlich in alle Richtungen. Und man muss es nicht auf 0 stellen. Es geht eben zwischen 1 und 0. So, jetzt haben wir hier Recursive Shatter. Recursive heißt einfach, er zerteilt das Objekt in so viele, zum Beispiel in 100 Objekte. Und dann macht er für 25% dieser Objekte nochmal ein Shattering. Das heißt, die werden dann nochmal gefractured. So, was dabei wichtig ist, ist Recursion 1, heißt, er macht es einmal. Wenn wir es auf 2 stellen, dann werden die unterteilten Unterteilungen nochmal unterteilt. Für diesen Wiederholungslauf jeweils gibt es hier auch ein Source Limit. Und es gibt eine Clamp Recursion, also bei 250 Objekten soll er aufhören. Damit es nicht ewig läuft, weil das kann, wie gesagt, sehr schnell dazu führen, dass Tausende von Unterobjekten nochmal gefractured werden und dann nochmal und nochmal. Und das kann sehr schnell hier in die Endlosigkeit führen. Gut, was haben wir noch? Also das Random 0 heißt, es werden gar keine Objekte weiter unterteilt. Und Random 1 heißt, es werden alle Objekte nochmal neu unterteilt. Also stellen wir es mal auf 0,5, also die Hälfte der Objekte soll geteilt werden. Source Limit 8, also er soll maximal 8 Stück haben und maximal 250 Unterobjekte erstellen. Und dann haben wir noch diese Leiste hier, da können wir bestimmen, welche Teile er anpackt, also was er nochmal unterteilt. Entweder random, also einfach nur querbeet, small, also kleine Stücke, es gibt ja immer kleinere und größere Stücke, und wenn man hier auf small geht, dann werden die kleineren Stücke nochmal weiter unterteilt. Wenn man auf big geht, werden die größeren Stücke weiter unterteilt. Cursor Close und Cursor Far sind, glaube ich, die nützlichsten Dinge. Wenn wir jetzt nämlich den Cursor, also das hier ist ja der Cursor, den stellen wir jetzt mal hier hoch auch. Also einfach mit der linken Maustaste kann man ja den Cursor setzen, den 3D-Cursor. Und jetzt soll praktisch nahe dem Cursor sollen die Teile nochmal unterteilt werden. Hier, das merkt sich übrigens eure Einstellungen nicht. Wenn ihr coole Einstellungen gemacht habt, könnt ihr die hier speichern. Einfach mit Plus, Preset-Name geben und dann speichern. Dann kann man die auch wieder aufrufen. Gehen wir hier, die Noise muss man immer ein bisschen hochdrehen. Recursion auf 1, Close Cursor und Grease Pencil muss man noch auswählen. Gut, das muss mal so laufen. Jetzt ist er mit seinem eigentlichen Durchlauf fertig und jetzt fängt er an, diese kleinen Objekte nochmal zu scattern. Also hier oben nahe am Cursor sind jetzt viele kleine Stücke entstanden. Man sollte auch aufpassen, dass die Teile nicht zu klein werden, wenn man jetzt zum Beispiel eine Physiksimulation machen will, dass da keine Mini-Brösel drin sind, weil das ist natürlich schwer zu simulieren. Beziehungsweise werden dann vielleicht sogar Probleme geben bei der Simulation. Also darauf ein bisschen achten, dass es nicht zu fein wird. Eventuell, wenn man jetzt zum Beispiel einen Betonpfeiler hat, der gesprengt wird oder sowas, dann vielleicht die ganz feinen Staubkörnchen per Partikelsystem machen. Also noch zusätzlich ein Partikelsystem, das dann bei der Explosion da noch kleine Fetzen rausschießt. Oder mit einer Smoke-Simulation ein bisschen Dust, also ein bisschen Staub reinbringen. Gut, schauen wir uns weiter das Tool an. Ja, was gibt's hier noch? Mesh Data. Man kann die inneren Faces, also die kann man smooth machen. Man kann die Ecken scharf machen. Man kann den Innenseiten, der Splitter, eine Vertex Group zuweisen. Mit dieser, wenn man das hier anklickt. Split Edge wird angewendet. Mesh Data heißt einfach nur, er kopiert die Materialien auf die Unterteile. Also sagen wir mal, wir haben jetzt hier unser Cube hat ein Material, sagen wir mal, der ist grün. Und jetzt geben wir ihm mal ein zweites Material für die Innenseiten. Und das machen wir jetzt einfach mal rot oder orange. Dann können wir jetzt eben sagen, machen wir mal Smooth Faces an.
Material für die Innenseiten, also 0 ist das erste Material und 1 ist das zweite Material. Den Margin hier, das ist ein Abstand zwischen den gefracturten, also zwischen den Fractures. Der Margin hier, das ist der Abstand zwischen den Teilen, also zwischen den Splittern. Das kann man, wie es hier steht, gives more stable physics. Das kann man aber auf 0 stellen, beziehungsweise sollte man vielleicht sogar auf 0 stellen, sonst sieht man die Risse auf der Oberfläche. Das will man eventuell nicht. Split Islands heißt einfach nur, dass er die Teile zu einzelnen Objekten macht. Gut. Gehen wir auf OK. Schauen wir uns das mal an, was jetzt passiert ist. Wir sehen, die Innenteile sind jetzt mit dem zweiten Material belegt. Sie sind jetzt auch smooth geschadet, wie man hier sieht. Also keine Ecken mehr. Das ist also sehr praktisch. Gucken wir weiter. Hier die Physics, das ist der Mass Mode. Es wird also berechnet, wie schwer die einzelnen Teile sind und es wird gleich der Physik übergeben. Also jeder Splitter weiß dann, wie viel er wiegt aufgrund seines Volumens. Oder eben Uniform ist dann eben gleichmäßig, also nicht aufgrund des Volumens berechnet. Was haben wir hier noch? Object Recenter, das heißt, hier haben wir ja Split Islands, das heißt, er macht die Splitter zu einzelnen Objekten. Und dieses Recenter hier tut dann den Objektmittelpunkt zu diesen Splittern auch richtig schieben. Das braucht man normalerweise nicht verändern. Hier haben wir noch eine Sache, wir können einstellen, auf welchem Layer die Splitter landen, nämlich auf dem nächsten Layer. Also unser Objekt liegt auf Layer 1. Wenn wir das zersplittern, werden die Splitter auf dem Layer 2 landen. Oder man kann hier auch einen Layer definieren, auf dem sie landen sollen. Gut, hier kann man noch Show Progress in Realtime, also dass man das hier in dem Viewport sieht, wie er die Unterteilungen macht. Debug Points und Debug Boolean ist wahrscheinlich eher eine Entwicklersache, beziehungsweise man sieht hier Create Mesh Data Showing the Points Used for Fracture. Also da wird ein extra Mesh erzeugt, wo man dann sehen kann, welche Punkte benutzt wurden. Und hier den Boolean Modifier, der wird dann nicht applied. Das brauchen wir aber normalerweise nicht. So, nachdem ich jetzt alles erklärt habe von den Grundfunktionen, gehen wir mal ein bisschen weiter rein und versuchen uns mal an einem Monkey zum Beispiel. Versuchen wir den mal zu fracturen und schauen, was passiert. Source Limit auf 50, Noise ein bisschen aufdrehen und wenn man kein Partikelsystem hat, sondern nur die Vertices, dann reicht es. Dann muss man hier gar nichts einstellen, der checkt das automatisch, dass kein Partikelsystem da ist und nimmt dann die eigenen Vertices. Gut, und jetzt sehen wir hier auf Layer 2 sind komische Sachen passiert. Und jetzt werde ich erklären, warum. Wenn wir uns die Suzanne anschauen, zum Beispiel mal hier L drücken, dann sehen wir, dass die Augen einzeln sind und dass die Suzanne zwei Löcher im Kopf hat. Und das ist jetzt natürlich ein Problem, weil Fracturen wird immer auf Volumen gemacht, also mit Boolean-Modifiern. Und für die Boolean-Modifier braucht man geschlossene Meshes. Also löschen wir mal die Augen. Und mit alt-rechter Maustaste können wir hier den Vertex-Loop auswählen und drücken einfach mal F, um den zu schließen. Das gleiche machen wir hier. So, und jetzt müssten wir eigentlich ein gültiges Mesh haben, so gesehen. Ein geschlossenes, gültiges Mesh. Was wir noch machen können, um Fehler zu vermeiden, ist Steuerung N, also Make Normals Consistent, also die normalen, die Oberflächennormalen, dass die alle nach außen zeigen. Und was man noch machen kann, ist natürlich immer Steuerung A, Apply Rotation und Apply Scale. Oder das kann man hier auch gleich machen, Rotation and Scale. Somit sind die Objekte Eigenschaften alle auf 1 gestellt, also hier die Scale ist auf 1, die Rotation ist auf 0 und jetzt sollte das mit dem Self-Fracture eigentlich funktionieren. Das mal so, das muss mal laufen. Und wenn wir jetzt auf Layer 2 gehen, sehen wir, das ist korrekt gelaufen. Gut, soweit erstmal bis hierhin. Jetzt habe ich ja die ganzen Grundfunktionen erklärt von dem Self-Fracture-Tool.
In den nächsten Tutorials gehen wir dann genauer darauf ein, wie mache ich ein Holz, das splittert, wo auch ein Stück übrig bleibt oder stehen bleibt. Wie mache ich ein Glas, das zersplittert, das vielleicht getroffen wird. Wie mache ich Stein und all die verschiedenen Sachen. Und wie mache ich das auch praktisch, also wie simuliere ich das dann mit Physik und so. Und wie rendere ich das dann auch. Also da werden jetzt noch ein paar Videos kommen, also mindestens eins, wo ich das alles zeige. Ja, und wie immer, abonniert meinen YouTube-Kanal, hinterlasst mir einen Kommentar unterm Video, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Wünsche, was auch immer, schreibt mir einen Kommentar. Wenn ihr was selber ausprobiert habt, was cool ist, ladet es auf YouTube hoch und postet mir das als Videokommentar auf das Tutorial. Würde ich mich freuen, was zu sehen von euch. Und ja, schaut auf meinem Blog vorbei. Wenn ihr mich auch ein bisschen finanziell unterstützen wollt, holt euch eine meiner DVDs natürlich. Findet ihr auch alles auf meiner Webseite. Ja, viel Spaß bis dahin. Tschüss.